Hi, das ist Flo von Salomon und ich stelle euch heute das Hillside Project Takaharu Nakai vor. Ist, wie der Name schon sagt, in Zusammenarbeit mit dem Wolle Nivelt. Der ist auch bekannt als der Hersteller von den Esmos und generell für seine kreativen Board-Designs bekannt. Auch langjähriger Salomon Pro schon und eben in unserem weiteren Global Pro, dem Takaharu Nakai, entstanden. Taka ist viel in Japan im tiefen Powder unterwegs und genau das bedient eigentlich dieses Board. Hat einen klassischen radialen Sidecut, ist damit auch relativ aggressiv und geil für Turns of Groomers. Sintered Base heißt, wenn man die pflegt, dann hält die eben auch mehrere Jahre und hat eigentlich immer guten Speed. Das Board vom Shape her ist Camber unterm Hinternfuß, damit auch ein bisschen Stabilität und Kontrolle da ist und wird dann nach vorne hin ein Rockout-Camber, was wirklich für mega viel Auftrieb im Tiefschnee sorgt. Wenn man selber schon mal in Japan unterwegs war, dann weiß man, dass da pro Tag 10-15 cm Neuschnee fallen und man da eher eine Waffe braucht, um wirklich auch auf der Oberfläche zu bleiben. Und genau dafür ist das Board eigentlich gut und da. Beim Hillside Project, der Wolle ist da relativ bedacht darauf, dass er auch nachhaltige Materialien verwendet. Heißt, es ist auch ein super cooles Board, wenn man sich Gedanken um die Umwelt macht und einfach auch seinen eigenen Footprint reduzieren will. Es ist insgesamt ein super cooles Powderboard. Also ich würde es jedem empfehlen.